herzlich willkommen zu meinem zweiten Video auf YouTube. Mein erstes Video ist 3 Tage her und meine Zuschauer, die nicht existieren, die werden sich jetzt denken, boah, warum haut die Alte schon wieder ein Video raus? Aber ich habe gehört, so kriegt man am meisten Reichweite und deshalb sitze ich hier. Aber ich habe auch ein richtig cooles Thema für euch. Und zwar habe ich Wimpern von euch bestellt, 3 verschiedene, und die sind jetzt angekommen und die würde ich gerne mit euch ausprobieren. Ich bin super gespannt, weil ich habe noch nie Wimpern von euch bestellt und die sehen echt auf den ersten Blick vielversprechend aus. Außerdem haben die alle ungefähr nur 2 Euro mit Versand gekostet. Das ist ja echt sehr, sehr wenig, gerade für Wimpern. Da gibt man ja auch mal ordentlich Geld für aus, wenn die gut sein sollen. Deshalb bin ich doppelt gespannt. Ich werde sie euch gleich nochmal genauer zeigen. Also sie haben ungefähr 2 Euro gekostet, die genauen Preise werde ich euch dann sagen und ich werde nochmal alle Infos zu den Wimpern in die Infobox schreiben. Da könnt ihr auch nachgucken und natürlich auch die Links, wie ihr zu den Wimpern findet. Die Lieferdauer, das ist ja bei Wish immer so eine Sache, das ging aber tatsächlich wirklich schnell. Die sind alle gleichzeitig angekommen, 2 von denen sogar zusammen und es hat 3 Wochen gedauert, relativ genau 3 Wochen. Das geht ja noch. Also ich habe auch schon mal bei Wish auf Sachen ungefähr 3 Monate gewartet oder welche sind gar nicht angekommen. Das gibt's ja alles. Aber bei denen hat es auf jeden Fall nur 3 Wochen gedauert. Das ist natürlich kein Versprechen, dass es bei euch auch so schnell geht, aber bei mir hat es nur so lange gedauert. Deshalb schon mal dafür Props. Das ist richtig cool. So, ich werde die Wimpern jetzt ausprobieren, aber dafür werde ich natürlich erstmal meine Wimpern, die ich jetzt trage, abziehen und dann melde ich mich zurück. Bis gleich, ciao! So, da bin ich wieder. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Das liegt daran, dass ich auf der Seite den Eyeliner dran gelassen habe und auf der Seite abgemacht habe. Das hat den einfachen Grund, weil ich dachte, es gibt bestimmt viele unter euch, die auch gerne die Wimpern ohne Eyeliner tragen würden. Und so könnt ihr sehen, ob die Wimpern was für euch wären. Weil ich werde sie auf beiden Seiten aufkleben und so habt ihr den direkten Vergleich, wie sieht es mit Eyeliner aus und wie sieht es ohne aus. Ich denke, das ist für alle am besten. Ja. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, die Wimpern sehen sehr vielversprechend aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den ersten Wimpern. Ich werde die euch jetzt nochmal genauer zeigen und euch sagen, wie teuer die waren. Und dann werde ich sie mir auch schon aufkleben. So, diese Wimpern waren tatsächlich kostenlos. Man musste nur 2 Euro für den Versand bezahlen. Es gibt verschiedene Ausführungen. Ich habe sie in 807 genommen, aber ich werde euch auch nochmal alles ganz genau in die Infobox schreiben. So, das sind die ersten Wimpern. Die machen auf mich einen wirklich guten Eindruck. Wobei ich sagen muss, dass mir alle 3 bis jetzt echt gut gefallen. Ich denke, da wird sich erst beim Tragen rausstellen, welche da wirklich richtig gut sind und welche eher nicht. Das Wimpernband ist auf jeden Fall sehr weich. Ich denke nur, dass ich die jetzt ein Stück abschneiden werde, weil ich sehe schon, dass das Wimpernband ein bisschen zu lang für mich ist. Das mache ich immer mit einer Nagelschere und ich schneide in der Regel immer hinten ab. Ich habe da mittlerweile schon so ein Auge für, wie viel ich abschneiden muss. Das war jetzt auch echt nicht viel. Das war jetzt nur so ein bisschen. Das werde ich gleich auch bei der anderen Seite natürlich machen. Und ja, ich benutze den Wimpernkleber von Fingers. Den gibt es für 3 Euro ungefähr bei DM und der hat sich bei mir wirklich bewährt. Also da ich auch jeden Tag Wimpern trage, künstliche, muss ich natürlich einen Kleber haben, der dann auch wirklich den ganzen Tag hält. Und das ist echt absolut kein Problem. Ich lasse den immer so relativ lang sogar antrocknen, bestimmt so 1 Minute. Und dann tue ich den drauf. Ich sehe das immer daran, dass der Kleber sich so leicht bläulich färbt, wenn der antrocknet. Und wenn es dann soweit ist, dann klebe ich die Wimpern auf. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, ich mache das mit einer ganz normalen Augenbrauenzange. Und da ich so lange Fingernägel habe, drücke ich die dann auch nochmal mit der Spitze ein bisschen fest. Das klappt auf jeden Fall super. So, in der Zeit, wo das hier trocknet, die Wimpern haben sich auf jeden Fall sehr gut festkleben lassen. Ich fand das Band ein bisschen dick, das ist aber, glaube ich, bei allen 3 so. Ich trage sehr gerne die zum Beispiel von Adele, da ist das Wimpernband ja echt richtig dünn und richtig biegsam. Die lassen sich ja echt super aufkleben und vor allem auch ohne Lidstrich super tragen, weil man die so nah an die eigenen Wimpernhärchen ankleben kann. Allerdings hat das bei denen auch sehr gut geklappt. Das Wimpernband ist sehr weich, es ist jetzt nicht das dünnste, aber ich habe auch schon wesentlich dickere gehabt. Von daher geht's. Und ich finde, es sieht gut aus, also kann man nichts sagen. Für den Preis ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ich klebe jetzt mal die andere Seite an und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze mit Lidstrich aussieht. So, da bin ich wieder. Und jetzt auch mit den Wimpern auf der Seite, wo ich meinen Lidstrich habe. Und ich bin begeistert. Also ich finde, sie sehen super aus. Sie sind nicht zu krass, sie sind total alltagstauglich.
und haben sehr schönen Schwung und ich mag sie echt total gerne. Daumen nach oben. So, die ersten Wimpern gefallen mir schon mal sehr gut. Verzeiht es mir, wenn ich hier noch Klebereste an meinen Wimpern habe. Ja, dann nehme ich diese Wimpern wieder ab und komme direkt zu den nächsten. So, die Wimpern sind natürlich auch richtig cool, denn es sind 5 verschiedene. Da kann man sich je nach Make-up-Look die passenden aussuchen. Sie haben ebenfalls nur 2 Euro an Versand gekostet und sonst waren sie kostenlos. Das ist die Ausführung 900. Es sind ja 5 verschiedene. Ich werde jetzt nicht alle 5 aufkleben. Ich finde, die ersten 2 sehen relativ aus wie die letzten Wimpern, die ich euch zeigen werde. Deshalb dachte ich mir, probiere ich die mal. Die werden nach außen so ein bisschen länger und ich finde, die sehen auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich werde trotzdem die anderen auf jeden Fall testen. Dafür könnt ihr mir gerne auf meinem Instagram-Account folgen. Da werde ich auf jeden Fall Fotos dazu posten. Ich mache sie einfach mal ab. Die sind auf jeden Fall nicht so lang. So, die einzelnen Haare sind auf jeden Fall nicht so lang. Das Wimpernband auch nicht. Deshalb glaube ich, dass ich das gar nicht erst zuschneiden werde. Ich mache jetzt direkt den Kleber drauf und dann klebe ich sie auf. So, das sind die Wimpern. Ich muss sagen, als ich sie ausgepackt habe, dachte ich mir so, oh okay, ich glaube, die lassen sich nicht so gut kleben, weil das Wimpernband war sehr hart. Es war zwar dünn, aber es hat sich trotzdem nicht so gut biegen lassen. Aber die Wimpern haben sich super leicht aufkleben lassen, weil die direkt diese perfekte Form hatten. Ich konnte sie direkt aufs Auge aufdrücken und die saßen super nah am Wimpernkranz und das war echt super easy. Und ich finde auch gerade ohne den Lidstrich sieht das echt richtig, richtig gut aus. Ich zeige euch das jetzt mal von nahen. Ich finde auch vor allem cool, dass sie so einzelne längere Härchen haben. Und ich glaube auch die anderen, die sind ja ähnlich. Da sind auch ein paar etwas krassere bei. Die sind auf jeden Fall echt richtig, richtig cool. Ich freue mich schon, wenn ich die ausprobieren kann. So, die zweiten gefallen mir auch richtig gut. So kann es meinetwegen weitergehen. So, das lief ja bis jetzt echt gut. Also ich bin begeistert. Für den Preis kann man echt absolut nichts sagen. Weil ich bin jemand, ich habe meine Wimpern immer bei DM oder bei Douglas gekauft. Ich habe immer die von Adele genommen und die kosten auch so um die 6 Euro. Und für jemanden, der jeden Tag Wimpern trägt, ist das dann schon auf Dauer echt teuer. Und deshalb bin ich echt super happy, weil die werde ich richtig oft tragen. Und das ist auf jeden Fall eine super Alternative. Cool. So Leute, die sehen ja mal richtig krass aus. Die haben tatsächlich auch ein bisschen mehr gekostet, als ich heute geguckt habe. Sie haben 2 Euro gekostet und da kamen auch nochmal 2 Euro an Versand dazu. Aber es sind auch 7 Paare. Aber ich bin mir sicher, dass ich nur 3 Euro bezahlt habe. Deshalb denke ich, dass die Preise da ein bisschen schwanken. Und das ist die Ausführung 709. So Leute, das sind die letzten Wimpern. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss. Ich finde, die sehen richtig krass aus. Ich glaube, ich hatte noch nie Wimpern mit so vielen Haaren, die wirklich so dick sind. Ich sehe auf den ersten Blick direkt, dass das Wimpernband sehr, sehr dick ist. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie gut die sich kleben lassen. Ich werde die ebenfalls ein Stück abschneiden, weil die sind auf jeden Fall ein bisschen zu lang für meine Augen. Hey, wo ist denn? Kann man gar nicht erkennen, wo hinten und wo vorne ist. Aber durch die Verpackung glaube ich auch, dass es eigentlich relativ egal ist. Boah, ich bin mal gespannt, ey. Leute, was sind das bitte für krasse Wimpern? Boah, oh mein Gott. Boah, tut mir leid, dass ich so einen Spiegel gucke, aber ich bin gerade echt begeistert. Ich habe echt gedacht, das wird ein absoluter Reinfall. Aber die sehen ja mal so geil aus. Hätte ich nicht gedacht. Also ich würde die jetzt nicht auf der Arbeit tragen oder im Alltag, aber so zum Weggehen oder so. Die sind halt schon echt extrem, ne? Nicht schlecht. Ich finde sogar ohne Lidstrich sehen die echt gut aus. Boah, also wenn ich jetzt sagen müsste, welche ich von den 3 Wimpern am besten fand, dann waren es auf jeden Fall die. Ich meine, oh mein Gott, für den Preis kriegt man echt so krasse Wimpern. Das hätte ich nicht gedacht. Daumen nach oben. So, die letzten Wimpern sind ja auch wirklich Bombe. Also ich liebe sie. Die sind wirklich extrem und die sind auch krass, aber mir gefällt es richtig, richtig gut. Und ich bin froh, dass ich mir die bestellt habe. Das war ja wirklich ein Glücksgriff. So, das war es auch schon von mir. Das war mein zweites Video auf YouTube. Ich finde es super cool, wenn ihr den Weg hierhin gefunden habt. Und noch cooler finde ich es, wenn euch das Video gefallen hat. Deshalb zeigt es mir und lasst einen Daumen nach oben da. Und mich würde super interessieren, welche von den 3 Wimpern euch am besten gefallen haben. Deshalb kommentiert das doch mal und lasst vor allem ein Abo da, damit ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr verpasst. Das würde mich riesig freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Adios!